So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Omsi-Gemeinde. Ich hab's doch heute nochmal geschafft, noch ein bisschen was zu machen. Und zwar wird heute wieder weitergebaut. Ich hab's doch heute. Heute wird wieder gebaut an meiner neuen Map, die ich ja gestern angefangen habe. Connected. So, und schon bin ich auch wieder beim Sebetal-Player gleich dabei, hoffe ich doch mal. So, wie gesagt, heute wird weitergebaut. You were moved. Hallo. Grüße dich. Ja, alles gut? Ja. Bin schon wieder schön fleißig am Bauen. Okay. Und gehst jetzt live oder was? Ich bin schon live. Achso. Ich bin gerade vor 2-3 Minuten bin ich live gekommen. Ich baue schon wieder an meiner neuen Map weiter. Schon wieder eine neue? Nee, immer noch die von gestern. Ich will die jetzt weiterbauen. So, dann heißt es 3 und 0. So. Da brauche ich dann. So, ich bin jetzt einmal kurz weg, ne? Jo. So. Komm mal so was. Das könnte ja gar nicht funktionieren. So ist. Hä?
So, sieht das doch schon viel besser aus. Was sieht besser aus? Na, mit meinem Fußweg, den ich jetzt hingesetzt habe. Okay. Hin zu Katja. Der Name sagt mir was. Das ist gut. Ich bin mir jetzt halt nur nicht mehr sicher, ob das jetzt deine Freundin war oder nicht. Nein. Ich sag nur Katja Krasavic. Kennst du die? Nö. Gib mal bei YouTube ein, jetzt bitte im Stream. Ja? Was hat die? Katja Krasavic. Gib mal ein, bei YouTube, jetzt im Stream, bitte. Na, warte doch, ich bin doch schon dabei. Nicht ehrlich. Ob du das jetzt machst. Katja. Freshtor, Krasavic, Krasavic. Nein, nein. Mach mal den Song an. Katja Krasavic und auf ihren Kanal und dann ja? Guck dir mal den Dingens an und mach das. Gibt's mir Doggy, ne? Ja, das kommt drauf an, welches Video ich anmachen soll. Gib's mir Doggy, das Lied. Offiziallied. Da kenn ich, da gibt's nur Doggy. Ja, dann klick doch mal rauf. Und warte, da muss ich jetzt erstmal die Musik ausmachen. Hey, Buddies. Halt, stopp, Leute, halt, stopp. Ich habe eine richtig, richtig gute Idee. Der, der gewinnt, darf jemanden aussuchen, der machst den Pizzaboten verführen oh, muss. Nein. Ja. Hörst du die gerade an? Ja. Na dann, los, zeig. Und? Na, ich weiß doch selber noch nicht, warte ich doch mal. Ich hab gewonnen. Wow. Hallo. Okay, wen nimmst du? Wer möchte freiwillig? Hm? Katja. Oder? Hörst du das? Was? Okay. Hörst du das Lied gerade? Nee, so, so, die quatschen irgendwie. Ja, ja. Du musst kurz warten. Ah, jetzt, jetzt, jetzt los. Musst du die mal anhören, das Lied ist so scheiße, ey. Der erste Blick und der erste Kontakt. Ich schaue in deine Augen, wie du merkst, werde ich schwach. Oh, ne, aber doch nicht bei dem. Pfui Deibel, ja, genau, nee. Genau. Ich hab das gleich rausgemacht. Genau, das ist nicht natürlich. Das hat oh. Jeder Mensch. Das ist nicht natürlich, ey. Furchtbar, oder? Ich sag jetzt mal nichts dazu. Da baue ich doch lieber weiter an meiner Map. Aber, naja. Das ist Geschmackssache, also mein. Nee. Nein, nein, das ist nicht natürlich. Nee, ist es auch nicht. Hm, das muss ja doch sauber wissen. Ey, wo sind meine Kollegen jetzt? Ach, da. What the fuck, wie viel kommen da? Buddies, can you hear me? Scheiße, ich hänge in der Stromleitung fest. Ah, scheißen Dreck. Abbrechen. Was, du hängst in der Stromleitung fest? Nein, Spiel gar nicht. Ach so. Buddies, can you talk? Oh, hier wird schon geschossen. Grüß dich, Frank, erst einmal. Tut mir leid, dass ich das, dich jetzt voll vergessen habe. Ich habe da schon gesehen, dass du geschrieben hast. Die größten Weihnachtshits für die ganze Familie. Wonderful Christmas. Jetzt bei Spotify hören.
Ja, das kommt später. Ach, was für eine Noobs. Hi. Was? Hm? Was das? Wie? Was heißt ja eh? Was meinst du jetzt? Oder meinst du dein Spiel wieder? Ich mein German. Mein Spiel. Ach so, okay. And you? Was spielst du überhaupt? PlayerUnknown's Battlegrounds. Ah, okay. On my body. On. Yes. Grüß dich, Luki.
Ja, bis jetzt. Ich bin auch noch lange nicht fertig. Jo, gucken wir gleich mal, wie sieht es da oben aus. So, jetzt brauche ich, gucken wir mal. Hey, Buddies. Where are you from? Ah, okay. Passt. Ach so, übrigens, Pia, ich habe mir vorhin mal so ein bisschen ein Tutorial von dir angeguckt, beziehungsweise so ein Dings angeguckt, wegen deinem R-Case. Mhm. Da hast du ein Wort irgendwie komplett nicht rausbekommen. Du wusstest nicht, wie man dieses Wort nennt. Das eine Wort namens Konfiguration. Juckt mir auch nicht. Ja, das habe ich mitgekriegt. Nee, war aber gut. Also, so wie du das erklärt hast und sowas, wie du das angeschlossen hast, das fand ich cool. Ja. Keine Ahnung, gibt's bei mir aber nicht. Gibt mehrere, die ja das erklärt haben. Ich weiß. Aber ich habe unter anderem auch deins mal mit angeguckt. So, München 100 ist das, okay. Zaun aus Beton. Oh ja, warte mal, das gefällt mich doch. Was ist das jetzt? Oh jawoll. Das nehme ich doch gleich mal. Ja. Z3.5. Irgendwie ja. 6. Noch ein. Die sind, also zwei sind bei mir. Einer jetzt nur, der eine ist auch aus genug. Okay, dann muss man das nehmen hier. Ja, ist normal. Hast du eine Piste? Oder so? Meinst du mich? Nein. Gut. Wenn du mich mal meinen solltest, musst du mir auch mal meinen. Musst du mal doch noch den Namen dazu sagen, damit ich weiß, dass du mich meinst. Und so wechsle ich das immer.
Hey, Buddies. Alter, bläst er in sein Mikro. Da kann ich auch froh sein, dass ich's nicht bin. Schade, ne? Was soll das jetzt heißen? Buddies? Hättest du gerne, wa? Hello, where are you from? Chris, where are you from? Hello, Chris. Alter, ist der dumm. Wieso, was hat er denn gemacht? Er sagt die ganze Zeit Hello, Hello. Dann lass ihn doch auch mal Hello sagen, warum das nicht? Nein, er sagt fünfmal Hello. Ja und? Obwohl ich frage, woher kommt er? Er sagt trotzdem Hello, Hello. Oh, Alter, nochmal. Hello, Hello. Halt die Fresse. Oh, er hat die Fresse gehalten. Das hat er aber auch verstanden, komischerweise. Ja, anscheinend ja. Bist du deutsch? Alter, er stöhnt. Ich will's nicht wissen. Das waren jetzt einfach zu viele Informationen. Nee, ich weiß ja nicht, was er hat. So, Load Directory. Oh Mann, was wir noch für Zeugen haben. Ja, die Frage ist, wo habe ich das jetzt her? Ah, da war das hier sein. Oh, jawohl, sehr schön. Nein, er fliegt wieder gegen Dingens. Oh, Digga, wo landet ihr denn? Ihr landet doch gar nicht bei mir. Seid ihr eigentlich psychisch daneben? Ah, das ist zu groß. Scheiße. Nee, warte mal, da muss ich mal was anderes aussuchen. Load Direction. Warum ist denn das alles nur so groß? Das nützt mich ja gar nicht. Alter, das dieses hier? Rubberbanding. Nee, das hier fällt mir auch nicht. Das ist doch kein Zaun. Das ist ein Geländer. Der Zaun sieht von mir anders aus. Brauche ich nicht. Come on my buddy. Alter, ist der behindert. Immer noch dasselbe? Mhm. Mhm, okay. Dann weiß ich ja Bescheid. Ja, der ist einfach zu dumm, ey. Jetzt weiß ich auch nicht mal, was hier jetzt nochmal, wo das ist. Ach, Leutchen. Ah, da sind ja Zäune. Ist ja mal cool. Oh, die. Jawohl, sehr schön. Ich hab doch endlich mal was gefunden. Und neue Runde. Gucken, wer diesmal dabei ist. Hey, Buddies.
Hey Buddies, can you hear me? Na, warte mal, doch, die könnte ich eigentlich nehmen. Where are you from? I'm from Germany. Germany? Mhm. Bis jetzt denke ich mir das einfach mal. What? Also kannst du Deutsch. Dann ist ja gut. Kann er doch Deutsch, wa? Nee, ist ein anderer. Österreich. Oh, noch einer. Ich kenne auch schon einen aus Österreich. Was haben sie denn jetzt noch anzubieten hier? Oh, wenn das jetzt da reinpassen würde, dann war ich glücklich. Ah, da verschieben wir das halt. Oh, das ist ja herrlich. Ach, komm her jetzt. Geh. Den noch ein Stückchen rum. Ja. Geh. Ran switchen. Geh. Ja. Straßenbahn Fan T4D756. Ich grüße dich. Der Tatra-Fan. Wenn ich mich nicht irre, warst du, glaube ich, aus Dresden. Oh nee, das ist scheiße. User disconnected from your channel. Ich hoffe doch, das warst du jetzt nicht. Ne. Gut, okay. Alter, 4 Kills, Digga. Easy. Logitecher Jakob, einen wunderschönen guten Tag kann man eigentlich noch sagen, es ist ja noch Tag. Wir können dir nicht zeigen, wie gut die preisgekrönten kabellosen Bluetooth-Kopfhörer von Sennheiser klingen, aber was die internationale Fachpresse meint. Kopfhörer des Jahres, sagt das SFT-Magazin. Perfektes Design vereint Form und Funktion, sagt das Kopfhörermagazin Ear-In. Sehr guter Klang, sagt Computerbild. Hört sich gut an? Noch besser klingt's, wenn du dich selbst überzeugst. Entdecke jetzt die besten Angebote auf sennheiser.com/wireless. Nur für kurze Zeit. Kabellose Bluetooth-Kopfhörer von Sennheiser. Preisgekrönt, hochgelobt und die besten ihrer Klasse.
Come on my buddy. On my body. Boah, ist das ein Noob, Digga. Er steht einen Meter vor ihm und der andere lootet ihn. Und, ja. Ist daneben. Peinlich. Naja, gut, Kills. Dass ich auf sowas nicht abfahre. Naja, 4 Kills habe ich eben. Das Shield. So, was ist jetzt der Dari-Dürfte? Guckst du die. Was? Die Prankpost? Ne, die guck ich nicht. Komm gleich wieder. Jo, alles klar. So, das teste ich jetzt mal in einer Fahrt abspeichern. Zumindest mal bis da hoch, dann wieder runter und dann gucken wir mal, wie es läuft. Felix ist auch wieder da. Einen wunderschönen guten Tag. Ich hab dich jetzt ganz übersehen. Entschuldigung bitte. Ich muss doch gleich mal was gucken.
Ja, wartet. Ihr seht das doch, Jan. Doch, ihr seht's. Sehr schön. Gut. Irgendwas stört hier. Jetzt muss ich mal in diese Kameraperspektive gucken. Muss ich das eine Haus wahrscheinlich mal noch ein Stückchen weiter reinsetzen? Okay. Geht doch. Ich glaube, das sind die Häuser ein bisschen zu nah an der Straße dran. Thank you.
Okay, wir müssen dann halt da noch einfach mal was ändern. So. Mano. So. Na endlich! Die Reklam-Klassiker, jetzt als Hörbücher auf Spotify. Klicke jetzt auf das Cover und stream die Reklam-Hörbücher.
Die Leiden des jungen Wärter. Jugend ohne Gott. Die lebende Reklam Hörbücher. Klicke jetzt auf das Cover. Oh, jetzt komm her!
Okay, ist das random, das ist doch zum Kotzen. Nee. Was nützen mir aus Berlin Häuser, die keine Eingänge haben? Das sind Berliner Häuser und hier gibt's keine Eingänge. Doch wird doch keine Eingänge hier. Ach da.
Neuer Abonnent. Ich hoffe doch, dass du dich damit meinst. Wenn ja, dann danke ich dir. Das ist aber schon ganz alt, was da drinnen steht. Wo? Stand über eine halbe Stunde schon da. 5.56 Uhr, das war vor circa 6 Minuten. Vor 6 Minuten, ja. Das hat mir hier einer reingeschrieben. Ich bin ja eben auch schon die ganze Zeit da gewesen. Jetzt habe ich aber weggemacht. Wirklich so. Ja, das kann sein, aber das hat er mir jetzt eben erst geschrieben. Ich habe das jetzt eben erst gelesen. Wurde er mir das geschrieben? Und ich achte ja nicht auf diese Abos. Du achtest gar nicht auf den Chat. Auf den Chat schon? Ja. Da, in dem Chat, da steht neuer Abonnent drin von ja, Team XD und das war um 5.56 Uhr. Ja, das steht aber schon länger da. Ist wirklich so. Nee. Ist ja auch scheißegal, nein. Wollte ich gerade sagen, normalerweise ist es doch hoch, ja genau, nein. So ist es. Was heißt jetzt hier nein? Das gibt's ja nicht bei mir und das nein. Quatsch. So, jetzt hab ich dir jeden Mund. Nee. Da, ach, ich hab's da doch nicht gegeben. Scheiße, muss ich mich noch was. Muss ich mich auch noch bessern, Junge? Fand ich aber besser. Mhm. Ja. Da siehst du mal. Ja, ich bin nochmal weg. Jo, alles klar. So, wo habe ich jetzt die Teile? Die habe ich da unten hingeschmissen. Die brauche ich nämlich jetzt wieder. Okay. So, das sind jetzt wie viel? Jetzt weiß ich das gar nicht mehr. 50? Nein. Sind das jetzt 50? 100, 200, 300, 400, 400 machen wir dann mal draus. Okay, machen wir noch eine 350. 370. Und das ebenfalls eine 370. So. Dasselbe Speis für diese Seite. Ja. N zu klein dahin. Rotation 90. Was war das jetzt hier für ein Abschnitt? 18. 10 auf 250. G. So. Gucken wir, ob die 52 reichen. 200. So, das speichere ich jetzt mal ab. Dann kommt es zur nächsten Testfahrt. Nochmal da hoch, dann wieder da runter, gucken wie das aussieht. Und dann bin ich schon mal glücklich, dass ich den ersten Teil schon mal fertig habe.
Welche Map? Ich baue eine fiktive Map mit. Warte kurz. Ich werde mal schnell auch wenden. So eine, das wird so eine Art kleine Gemeinde, wird das. Und an die Gemeinde werden dann über Landlinien 3 oder 4 Stück entstehen, wo die kleine Dörfer befahren. Sozusagen. 5, 6 kleine Dörfer, vielleicht auch 7 kleine Dörferchen. Und wie gesagt, das wird eine fiktive Map und die wird auch heißen Heiligenburg. Los. Also ich hoffe doch, ihr seid zufrieden bis jetzt, was ich gebaut habe. Also ich für meinen Teil bin zufrieden, was ich gebaut habe bis jetzt. So, jetzt du. Oh, du bist das gewesen, Marcy. Entschuldigung. Da bin ich aber leider nicht berechtigt, dich da hinzuzufügen. Da müsst du versuchen, noch einmal da reinzukommen in DTS und den Sevetal-Let's Player mal anzustupsen. Der kann dich da in den Aufnahmechannel mit reinholen. Wenn du noch da sein solltest, natürlich. Er ist hier nicht. Der war aber eben da, der hat mich angestupst. Ich habe das aber nicht gesehen, weil ich in Fahrt bin, deswegen. So, liebe Leute, ich muss euch mal ganz, ganz, ganz kurz alleine lassen. Weil ich mache mir mal eine Tasse Tee. Heute habe ich mir einen neuen Tee gekauft.
will ich nämlich heute mal probieren. Und wie gesagt, Marcy, wie gesagt, wenn du gerne nochmal reinkommen möchtest in den TS, kannst du gerne nochmal versuchen. Müsstest dann aber, wie gesagt, mal den Sevetal-Let's Player anstupsen, weil ich habe dazu die Rechte nicht, sie da hochzuschmeißen. Also dann bis gleich. Grüß dich, Lukas, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich auch schon wieder. Und ja, du hast recht, Tag heißt das. Tut mir ja leid. Nee, Spaß. Alles gut. So.
Schatz, ich habe mich entschieden. Ich werde mich trennen. Na, endlich. Tschüss, alter Diesel. Die Renault-Wechselprämie. Trennen auch Sie sich von Ihrem alten Diesel und sichern Sie sich 5.000 Euro Wechselprämie beim Kauf eines neuen Renault Megane. Gültig bei Abgabe Ihres Diesel-Altfahrzeugs mit der Euronorm 1 bis 4 beim teilnehmenden Renault-Partner bis 31.10.2017. Ja, guck doch mal, wie viele Kilometer das jetzt sind. Ob ich da vielleicht schon das nächste Dorf anfangen kann. Also 68, halt. Oho, fast 90 Abos, ja, das ist richtig.
3 Kilometer, da kann ich noch das nächste Dorf jetzt hinbauen. Genau. Fahre ich noch zurück zur Ausgangsstelle. Und wie weit bist du? Na, ich bin jetzt gerade aus der Stadt raus hier. Ich fange jetzt, okay. Bin jetzt so ungefähr 2 Kilometer aus der Gemeinde raus und fange da jetzt das nächste Dorf an, beziehungsweise fange da jetzt an, bis dahin erstmal die Umgebung zu bauen. Wie Bäume und Büsche. Wie groß soll die werden? Weiß ich selber noch nicht. Das ist gestern auch bloß spontan entschieden worden, dass ich überhaupt mal wieder was Neues mache. Ich lasse mich jetzt einfach mal inspirieren.
Ja, rufst du mich jetzt noch an? Genau. Hm? Nicht mit den scheiß LKW-Fahrer hier. Der hat jetzt Pech. So. Doch schon.
Wonderful Christmas. Deine Playlist zur schönsten Zeit des Jahres. Have yourself a merry little Christmas. Die größten Weihnachtshits für die ganze Familie. The best side of life. Wonderful Christmas. Jetzt bei Spotify hören. Thank you.
So. Ja, das war jetzt nicht so mein Plan. Gut, okay, das passt jetzt hier auch nicht. Da muss ich was abändern. Das ist mir ein bisschen zu weit an der Straße dran. Jetzt wird man das schon besser. Wie neuer Felix 648? Wie meinst du das jetzt? Wie mit neuer? Jetzt sag bloß, du meinst neuer Abonnent. Hier muss ich mal noch was abändern. So, abspeichern. Nächster Test. Ich weiß, dass das jetzt ein bisschen für euch ein bisschen eintönig wird, aber...
meine Maus, bleib doch mal hier. Oh, grüße dich, Tilly, Tilly. Die macht mich noch heute zu schaffen. Jetzt macht es mich jetzt zu schaffen. Bis 9 Uhr maximal 22 Uhr. Bis 21 Uhr maximal 22 Uhr, würde ich sagen. Länger. Hä? Warum nicht länger? Weil ich morgen um 5 Uhr 6 aufstehen müsste. Weil ich um 8 Uhr abgeholt werde. Von meinem Bruder, weil wir dann zusammen zu den Eltern fahren. Wohin? Zu meinen Eltern. Achso. Schade. Wieso schade? Wieso nicht? Naja, schade ist es jetzt für euch vielleicht, ja, aber Weihnachten ist halt Weihnachten, oder Heiligabend ist halt Heiligabend. Ja, das hast du mir gestern gesagt. So, jetzt war mein Bus ein bisschen zu laut, was habe ich gestern gesagt? Nein, ich habe gehört, dass du morgen auch streamst. Ja, morgen, wenn ich wiederkomme, ja. Ja, hab ich gehört. Ja, ja, das habe ich auch gestern gesagt, wo du dabei warst. Ja, siehst du. Wie kommst du jetzt überhaupt da drauf? Ja, Es ging ja, doch jetzt eigentlich um heute. Nee. Du hast mich doch jetzt eben gefragt, ja, wie lange ich heute streame. Ja. Und naja, dann habe ich morgen gefragt. Ach so, das habe ich auch nicht gehört. Okay, dann nein, entschuldige bitte. Dann entschuldige bitte. wie gesagt, morgen werde ich auf alle Fälle wieder streamen, morgen Abend. So gegen 20, 21 Uhr bin ich, denke ich mal, wieder zurück. Komm dann einfach TS. Ja, mache ich dann auch. Ja. Na?
sieht mir hier noch ein bisschen kahl aus. Ich dachte, ich schaff's. Nein, nichts ist. Testium. Habe ich das. Jetzt kommen die ganzen Feinheiten in diesem Örtchen noch. Und dann müsste ich da hinten noch lang bauen. Na, gucken wir mal. Ja. Tilly, jetzt habe ich das erstmal richtig gelesen. Da war es noch mal nicht. Own Gaming. Hi, grüß dich.
Pierre. Ach, da ist wieder. Oh, okay, gut, jetzt habe ich sie gesehen. Ich baue was richtig Schönes. Und zwar, jetzt sage ich das, ich weiß auch nicht wie oft, aber das ist egal, wie oft ich das heute schon gesagt habe. Also, ich baue heute an meiner eigenen Map. Die habe ich gestern angefangen zu bauen. Und zwar wird es eine kleine Gemeinde, die von einem. Warte mal kurz, Alex. Die von drei Buslinien bedient wird. Und die drei Buslinien führen jeweils zu unterschiedlichen Dörfern und so weiter und so fort. Das wird so eine richtige schöne ländliche Map, wird das. Ah, wird das das? Ja, schön, dass du auch noch da bist. Ich habe mal eine Frage. Wer fragt doch? Jetzt hat es dein Mikrofon aus, deswegen muss ich jetzt nicht, ob du da... Ja, ich war eben kurz weg. Ich hab gerade gegessen. Deswegen, ja, ist doch alles gut. Du, sag mal, wie viel Bitrate bei OBS hast du da eingestellt? Keine Ahnung, ich kann mal ausmachen. Ja. Ja. Ich hab's halt nicht offen. Ja, hätte sein können, dass du das durch dummen Zufall aus dem Kopf noch weißt. Nö. Okay, dann wäre es jetzt echt mal nett, dass man gucken könntest, genau. Weil ich will versuchen, mal ein bisschen die Qualität hochzustellen, deswegen. Bitrate habe ich auf 3300. Was hast du von der Internetleitung zu Hause? Keine Ahnung. Oh, was hast du, willst du überhaupt? Gar nichts. Na, man merkt's. Nein, Spaß. So 3300 mal übernehmen. Und ja, okay. Was hast denn du da vorher drin? 2,5. Ja, dann kannst ja nicht, dann kannst ja nicht mehr hochschrauben. Du musst ja unter 2,5 sein. Warum? Ja. Du willst doch hier super Heinima. Nein, du willst es doch, dass es nicht laggt. Dann musst du ja unter. Ich hab doch meine 50.000er Leitung hier anliegen. Ja, aber wenn es nicht geht. Ich hab's ja mit dieser Leitung und mit dem Rechner noch nicht probiert. Ich hab doch sonst immer bei mir zu Hause in meiner alten Wohnung hatte ich doch nur eine 16.000er Leitung gehabt. Da ist es ja klar, dass ich halt runtergehen musste. Na, probier's aus. Ja, ich probiere das jetzt einfach mal. Okay. Beantworte ich dir gleich Own Gaming. Okay. Ich teste jetzt einfach mal. Also bis jetzt läuft es noch ganz gut. Jetzt wollen wir mal weiterbauen. So, jetzt zu deiner Frage, Alex, zu deiner Frage jetzt erst einmal. Ja, es ist alles gut gegangen. Gestern. Und Own Gaming, höchstwahrscheinlich wird sie zum Downloaden sein. Als Free-Version wird sie zum Downloaden sein. Also die muss man nicht bezahlen. So. Wie gesagt, ja, ich teste das mal mit den 3300 und dann werden wir ja sehen. Wenn nicht, dann schraube ich es halt wieder runter auf 2,5. Mhm. So, jetzt wollte ich hier noch was. War den Scheiß weg. So. Nein. Nein. Was da? Kommst du her? Kommst du jetzt her, du scheiß Ding? So. Geh. Das hier ransetzen. Spline. Das hier vorsetzen. Auf G. So. So. Das auf G.
Naja, kann ja nicht funktionieren. So, N. Das freut mich, Own Gaming. Wieso ist da jetzt wieder keine passende Lösung gefunden? Oh. Nein, komm, also das ist Komma 196. Das ist Komma. Wieso 0? Wieso? Oh. Leute. Das ist doch echt zum Kühe melken. Rotation 179, Copy. V. So. Complete. Wieso ist da jetzt... Oh, ich wollte mich jetzt rollen. Komischerweise, jetzt funktioniert's nicht. Das ist ja ein lustiges Teil. Das sage ich dir. So, und das muss jetzt noch. Copy. Das dahin und das dahin. So. Gehen. So, jetzt muss ich hier noch was. Ne, da muss ich in Objekte. Da muss ich nämlich den Teil mal wegschnipsen. So. Jetzt geht's hier weiter. Load. Terrain Spline. Ein Führer. N. So, da komme ich jetzt zumindest mal ein bisschen besser raus. So, jetzt muss ich den Scheiß wieder machen. Oh, ich will dahin. Gibst du mir jetzt das Teil her? N. R. Ja, da komme ich viel besser raus. Sehr schön. So, das ist fertig. Jetzt brauche ich wieder die Splines. Load. Creative Streets. Und Straßenmarkierungen. André, du bist da. Ja, grüß dich. Hast es ja doch noch geschafft.
weiß gestreift. Nee. Ach nee, ich brauche ja gestrichelt. Ja, nee, nicht Oberpfalz. Ja, genau, das ist das Teil, was ich suche. G. Das ist jetzt 20, 30, 40, 50, 60. 60. Jetzt brauche ich L gestrichelt. Und ich grüße auch dich, Levi-Fan. Als Neuankömmling natürlich muss man auch begrüßt werden. Gestrichelt L brauche ich jetzt. N. 20. Was ist denn das von Radius überhaupt? Radius 12. Dann nehmen wir auch einen Radius 12. So. Das haben wir da oben. Da unten. Jetzt kommen wir noch da oben. Das sind 30. Tag! Guten Tag, wer auch immer das ist. Ich denke mal, das wird Lukas sein. Von der Stimme her könnte es Lukas sein. Meine Facecam, die ist doch da. Achso, ja, meine Facecam. Ja, warte. Lukas? Ja. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Gut. So, jetzt müsste die Facecam wieder da sein. Jetzt wird es erstmal Zeit, ein bisschen auf Berlin-Spandau zu fahren. Weil ich bin gerade voll hart drauf, weil ich möchte da gerne jetzt erstmal alle Umläufe durchfahren. So. Wie soll ich mich fühlen? Ganz normal halt. Oh nee, schon wieder Weihnachten? So. Und diesmal 89. Jetzt brauche ich noch Load. Jetzt muss ich doch nochmal da runter. Und zwar brauche ich jetzt Weiß M. Gleich fahre ich ein bisschen Doppeldecker. Bin ich ehrlich gesagt, wann bin ich das letzte Mal gefahren? Und vor einer Woche bin ich das, glaube ich, gefahren. Auf Spandau. Na, auf Spandau bin ich das gefahren. Weil Doppeldecker gehört nun mal zu Spandau.
Ja, aber die fahren, aber da fahren nicht mehr so oft welche, jetzt fahren da nur noch fast nur noch gelenkt. Na, da bist du auf der falschen Linie. Nee, ich fahr jetzt erstmal alt und da fahren nur die Doppeldecker. Ja, aber im richtigen aber Leben fahren da noch Doppeldecker rum. Heute fahren ja noch Doppeldecker. Na? Also 137. Na, genau so ist es. Genau so ist es. Und auf der 100, auf der Linie 130, da fährt der. Da fahren die Gelenkbusse. So viel weiß ich. Auf welcher Linie? Auf der 137 fahren Doppeldeckerbusse und auf der Linie 130, da fahren die Gelenkbusse. Richtig, genau. So, Länge brauche ich, machen wir mal 25,5. Sieht man das? Nein. 26, 30, 29, ja, das passt. Oh, ist dunkel. Wo ist es dunkel? Ah, ich habe leider auf den Anzeiger eingestellt, das wollte ich nicht. Ich wollte wieder Berufsverkehr fahren. Ach so, bei dir, bei Momsi jetzt meinst du? Ja. Oh, ich könnte kotzen, ja! Was ist los? Das sind. Ah, oh, jetzt brauche ich wieder diesen Wert. Was, ne? Oh, Leute, das ist doch nicht wahr. Was ist das jetzt hier für ein Wert? 539,8745. Rauskopieren. Ja, das ist doch ein ganz anderer Wert hier. Oh, ich werde pläde. Ich fahre den SD202 D88. So, ist doch schon besser. So, jetzt haben wir das erledigt. Da habe ich jetzt auch rum. Jetzt setze ich hier noch so ein Scheißteil. So ein Teil. Dann Gladbeck-Status. Nein, wir wollen immer in. Nee, warte mal. G. So. Genau. Genau, die 88, aber ohne Fahrscheindrucker. Mit Fahrscheinverkauf. Und nicht Wodka, sondern wir nehmen Schautland. Also Schautland. Das ist cool. So, und da brauche ich jetzt den genau. 0, das passt perfekt. So, die Ampel ist auch geschalten. So, jetzt speichern. Jetzt guck ich, ob ich da wirklich mit dem Bus rumkomme. So, und André und auch alle anderen, die müssten mir jetzt mal einen Gefallen tun. Ich habe jetzt meine Bitrate mal ein bisschen hochgestellt. Ihr müsstet mal dann bitte mal drauf achten, wenn ich jetzt um sie fahre, ob das dann immer noch, ob das dann wieder ruckelt oder nicht ruckelt. Das liegt an OBS, weil da ruckelt es manchmal. Na, aber bei Pia funktioniert es doch, wenn der streamt. Also bei mir läuft jetzt alles über 60 FPS. Aber gut, okay. Nee. Gut, das interessiert mich jetzt nicht. Es soll bloß ruckelfrei laufen. Zumindest so einigermaßen ruckelfrei. Weil wenn nicht, dann muss ich halt die Bitrate wieder runterstellen. So wie es war. André, ich lese das schon die ganze Zeit, was du da gelesen, was du da geschrieben hast. Ich wollte ehrlich gesagt nur, wie ich jetzt darauf antworte. So, jetzt guckt bitte mal. Ach, das hat immer schon einen Gang eigentlich. Brenn. Genau, jetzt muss ich noch einmal hier auf. 3, 5, 9, jetzt haben wir schon Montag. Und Montag. Jetzt stelle ich erstmal die Uhr auf 4 Uhr. So, dann gucke ich in meiner für 5e, gibt's nichts. Und Herbstferien sind auch schon vorbei. Okay, 5, 5n. Um die Person. Ja, perfekt, komm da rum.
So, guckt jetzt bitte mal einfach mal irgendeiner und schreibt doch bitte mal in den Live-Chat, ob das richtig gut läuft oder nicht. Ich guck mal. Ich muss jetzt mich wieder erstmal in deinen Stream rennen hin. Da bist du. Alles läuft perfekt hier mit deinem Stream. Auch relativ gut und flüssig? Ja. Schön, dann lasse ich auch die Einstellung so. Kann man das ein bisschen besser jetzt erkennen? Als vorher? So. Oder ist es immer noch so ein. Ist es immer noch dieselbe Qualität wie vorher? Gut, okay, dann passt's. Ja, das reicht mir schon. Genau, hier Westerwaldstraße. Es ist. Das ist ja perfekt. 5E. Ja, sehr schön. Das reicht mir schon. Dann lass ich die Einstellung so. Jo, perfekt. Ich freue mich. So, jetzt geht's wieder zurück. Alten Doppeldecker hatten noch Euro 1. Entweder Euro 1 oder Euro 2. Ich denke mal, das wird Euro 1 sein, ja. So, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir die Feinheiten dort gemacht. Beeilung. Und es war nur grün. So, ich bin gleich wieder da. Ich mache mal noch eine nächste Tasse Tee. Oder will jemand als 92 fahren? Ich fahre als 5E. So. Ich will das Seitenschild aufhängen. Pop. So. Ja, 5E steht da. Nice. Ist die 83 vor mir, will ich nicht. Ich fahre den alten Bussen vorbei, ich bin neuerer. Ich bin neueres Modell. Ich muss jetzt nämlich bis Westerwaldstraße fahren, oh Gott. Das wird aber eine grässliche Fahrt. Das waren früher mal die Einsatzwagen, also die Verstärker. So, ich bin jetzt auch wieder da. Wir haben gerade nur 4 Zuschauer. Bei mir?
Ja. Und reicht doch trotzdem. Es stört mich doch nicht, wie viele Zuschauer das sind. Hauptsache, es macht den Leuten, die zugucken, einfach Spaß. Mir zuzugucken. Da ist es mir egal, wie viele Leute ich bekomme. Oder wie viele Leute bei mir zusehen. Ich will halt den ganzen Leuten einfach Spaß und Freude am Zugucken schenken. Und das gelingt mir ja größtenteils auch. Das sieht man ja auch bei André Schwarzer. Vielleicht konnte man nur mit auf dem Ende noch mit sich schließenden Türen nachfahren. Heute geht's nicht mehr. Habe ich das, wenn ich das Ding da aus habe, das ist ein Retarder, dann kann ich ohne Geräusche einfach fahren. Das ist nice. Wie ohne Geräusche? Also der bremst einfach ohne Geräusche, nur mit Fahrgeräuschen. Ich fahre eigentlich nur ohne Retarder. Weil das hört sich einfach schöner an. Also sie haben dann keinen Schaltsound, meinte ich damit. Ja, das hat dann ein Retarder, das bezweckt aber nicht, dass der Schaltsound anders ist. Beim Radarspanner habe ich 30 FPS. Und wenn ich dich da hast du aber einen guten PC. Ich bin bei 20 bis 25 meistens. Ich war gerade mit Maussteuerung. Ich auch zurzeit. Dadurch, dass ich halt noch ein bisschen am Bauen bin, da bringt mir das nichts, wenn ich alles wieder abbaue und so, dann mache ich das Testen mit sich auch bloß mit der Maus. Du sag mal, Lukas. So, Wo kommst denn du eigentlich her? Ich? Ja, aus welchem Bundesland? Das reicht mir schon. Niedersachsen. Weißt du, warum ich frage? Das hört man dir. Man hört überhaupt nicht bei dir raus, wo du herkommen könntest. Deswegen war ich schon die ganze Zeit am Rätseln, wo du herkommen könntest. Also wohnt du in Niedersachsen und geboren bin ich in Bayern. Ah, deswegen, alles klar. Gut, okay, dann weiß ich Bescheid. Ja. Aber ich kann Bayerisch nicht so gut, weil ich war gar nicht lange in Bayern, nur 2 Monate. Was, du bist mit 2 Monaten, bist du mit deinen Eltern schon nach Niedersachsen gezogen? Und da kam ich noch für ein Jahr im Ruhrgebiet. Aha. Und danach habe ich die restlichen Jahre hier gelebt. Ah, okay. In Hannover. Die restlichen Jahre, du hörst dich aber gar nicht so alt an. Wenn du sagen kannst, die restlichen Jahre, das sind ja dann vielleicht so 10, 11, 12 Jahre noch. Also ich schätze dich so zwischen 14 und 15 ein. Falsch. Nein. Leider falsch. Jünger? Nein. Weniger. Nein, jünger halt. Ganz genau. 12? Ja, du hast richtig geraten. Also sowas in der Drehe da zwischen 12 und 15 habe ich dich jetzt so geschätzt. Ich habe dich halt noch nie gesehen, deswegen. Alles klar. Bis auf dem Profilbild von bei YouTube.
Oh, dieses Handy. Oh, das war so knapp hier. Ich war fast mit meinem Bus umgekippt hier. Nur weil ich ganz stark hier die Kurve gewechselt habe. Fast darüber. Ja, auch geschafft. Gut. Oh, mit 50 über die halbe Kurve. Hier. Oh, genau. Und dann so. Dann mache ich so nach links. Oh. Okay, jetzt muss ich aber erstmal mit Fullspeed fahren. Bei der Westerwaldstraße. Lukas ist 13, nee, Lukas ist 12. Alles klar. Da hat Alex geschrieben bei mir. Mhm. Was sagst du denn eigentlich so im Allgemeinen zu meiner Musik? Kann man die so lassen? Was jetzt die Musikrichtung angeht? Also eigentlich geht alles. Gut, okay. Weil das die Musik, die ich habe, das ist halt nicht jedermanns Sache. Sowas hört man eigentlich nur in Hotels oder Arztpraxen, deswegen. Aha. Das versucht ein bisschen ruhige und atmosphärische Stimmung rüberzubringen. Deswegen habe ich diese Musik ausgewählt. Ja. Und irgendwie kann das endlich mal. Irgendwie spackt mein Lautsprecher so ein bisschen rum, weil wenn ich mehrere Sachen anhabe, also zum Beispiel jetzt Tails und Omsi, da verwirren die Sounds so ein bisschen. Das ist aber normal, das ist bei mir manchmal genauso. Das liegt dann aber nicht an dir, das liegt an dem Internet. Wenn man verzögert, danach hört man die Sounds gar nicht mehr. Ja, das ist manchmal so. Das liegt aber nicht an dir, das liegt nicht an deinem Computer, das wird wahrscheinlich am Internet liegen. Nee, aber im Internet ist alles in Ordnung. Ja, das mag ja sein, aber manchmal da, das ist ganz komisch. Das ist aber, wie gesagt, bei mir manchmal genauso. Vielleicht habe ich da einfach nur Effekte bei meinem Kopfhörer eingestellt, obwohl ungewollt. So. Guck mal, ich mach den zweiten Türflügel immer vor der ersten Türflügel zu, weil es passt für mich so besser hier. Ach, das ist mir im Prinzip egal. Aber ich mag das so lieber. Ja gut, das ist halt Geschmackssache. Jeder mag das so, jeder mag es halt anders. Das wäre ja schlimm, wenn jeder gleich denken würde, das wäre ja langweilig. Also beim Rheinbahn-Citaro, da werden die. Also da wird die dritte Tür über die Türfreigabe gesteuert. Das ist ja nicht nur beim Rheinbahn-Citaro. Das ist ja bei manchen anderen Citaros genauso. Alles klar. Weil den Citaro Facelift, den ich ab und zu auch mal fahre, da kann ich die Türsteuerung auch mit der Türfreigabe. Die dritte Tür mit der Türfreigabe aufmachen lassen. Aha. Und das ist nicht Rheinbahn. Ja, die Rheinbahn fährt auch in Düsseldorf. Hm. Ich mag das Citaro Pack 4.5 einfach eigentlich am besten. Weil bei mir schilderte auch der EN02. Das Repaint klappt zwar nicht, aber egal. Hauptsache, der was schildert. Mhm. Also Spiel 77. 5-Dach Nervenklinik. Genau, Westerwaldstraße ist mein Terminus. Da muss ich anhalten. So, dann mache ich in so einen ab. Ich biege jetzt ab. Darf ich vor die Bus? Danke. Oh, das war gerade schon. Das war aber gerade schlecht manövriert.
Bald hole ich mir auch so ein G29. Das ist 29, nee, ich will mir irgendwann entweder das G27 holen oder ich hole mir dann irgendwann vielleicht dann selber auch so ein Buscockpit. Also du kannst dir solche VDV von dem O405er holen, die ausgemustert wurden. Ich weiß es noch nicht. Okay. Also G27 ist ein älteres Modell. Und quietscht auch mehr so ein G29. Ja, das G27, das will ich mir ja aber holen. Das gibt's zwar nicht mehr so zu kaufen, aber... Gebraucht. Wenigstens etwas. Richtig, gebraucht will ich mir das auch holen, weil... ich finde diese Gangschaltung einfach schön. Okay. Weil ich fahre sehr, sehr viel mit Gangschaltung. Mhm. Bald knacke ich meine 20 Abonnenten. Ich bin gleich wieder da, wartet mal bitte. Okay. So. Westerwaldstraße steht da. Ich bin gerade bei der Westerwaldstraße hier. Genau. Ah, er hat schon gewechselt. Ich fahre nach Fernbahnhof. Nee, warte. Route 6. Rathaus. Siegerstraße. Nein. Wem redet er denn? Westerwaldstraße steht da. Der Fetten. Hallo. Lukas. Was? Lukas. Wie bitte? Lukas. Was denn? Mit wem redet er denn? Lukas, mit wem redet er denn? Lukas? Was denn? Ja, mit wem redet er denn? Dann antworte halt nicht. Also ich bin am 28. nicht mehr da. Nee, er redet. Also ich bin am 28. nicht mehr da. Bis zum 2. Januar. Und ja, am 25. kommt mein Livestream. Also da wird auf jeden Fall ein Omsi-Stream kommen und... Also ein Omsi-Livestream. Mit mehreren Karten, also... zuerst kommt Spandau, danach kommt X10 Berlin. Nein, ich werde nicht realistisch fahren. Verstehe jetzt nicht. Muss hier erstmal Dings in meine Route eingeben hier. Nein, ich will nicht der Rathaus Spandau. Kriesinger Straße? Hä? Okay, Westerwaldstraße hier. Vorspulen auf 42. 41 ein bisschen. Jetzt geht's los. So.
Ja, Pronk. So. Linie 5E nach Feldbahnhof Spandau. Na, haben Sie mir nicht ab, bitte. Geht doch. Genau, von Westerwaldstraße. Also eher gesagt von der Siebener Straße hier. Genau, hier ist eben die Westerwaldstraße. Da könnte man auch einsteigen, aber der nächste hat ist hier die Siebener Straße. Genau. Ja, mit wem redet er denn da, Lukas? Lukas, mit wem redet er da? Lukas? Ausgelost. Lukas? Ja? Mit wem redet er da? Das ist eine Frage an dich, Lukas. Antworte doch mal. Soll ich jetzt wieder in den Stream gucken, oder wie ist jetzt? Nee, ich meine, mit wem redet er da, Lukas? Handy oder was? Ja, guck mal, ich bin doch nicht alleine hier. Da ist ja noch so ein Verstärker. Ist ja cool. Jetzt brauche ich erstmal Konzentration beim Fahren. Tag. Aber ich Fahrschein verkaufe an, ja. Nicht, wenn ihr gerne einen Fahrschein kaufen will. Ja, Meister Proper. Lukas, mit wem redest du da? So, dann klicken wir mal drauf, nein, gibt's nicht. Nächster Halt, Merz, nächste Haltestelle, Merzstraße. Eben, wer hast denn du geredet? So, liebe Leute, ich bin wieder da. Ah, endlich wieder mit dem Fahrschein. Ich hab telefoniert, deswegen. Lukas wollte es mir ja nicht sagen. Lukas konnte das selber ja nicht wissen. Ich habe nur zu ihm gesagt, dass ich es gleich wieder da bin. Er antwortet mir ja noch nicht mal. Aber mir antwortet er. Arsch doch. Das kann ich ohne machen. Lukas, du antwortest mir doch, oder? Ja. Siehst du? Irgendwas. Ich will jetzt dir nicht zu nahe treten, Pierre, aber irgendwas machst du falsch. Nö. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Weißt du, ich sag seinen Namen, dann kommt danach ja. Danach frage ich ihn was du gerade machst. Und danach kommt nichts mehr. Habe ich ihn jetzt schon dreimal gefragt. Okay. Und seinen Namen gesagt. Und er sagt einfach ja. Okay. Nee, ich habe telefoniert mit meiner Mutter, deswegen. Wegen morgen. Ja, trotzdem. Ist Dienstag, nee, morgen ist Heiligabend. Sonntag ist morgen, Digga. Nicht Dienstag. Na, ich hab grad zu den Fahrgästen gesprochen, die gerade eingestiegen sind hier. Das,
Das sagst du vielleicht jetzt. Weißt du was? Was? Der andere Verstärker ist hinter mir. Ist der Klasse. Auch rein, ne? Ja, kennst mich doch. Der andere von Fee. Nee, den kenn ich nicht. Dankeschön. Wer bist du? Was machst du hier? Das frage ich mich manchmal auch. Glaube ich sogar. Manche Fahrgäste begrüßen dich einfach nicht, weil ich glaube, weil sie keinen Bock drauf haben. Oder so. Egal, man muss ja auch nicht immer jeden begrüßen hier. Immer wenn ich zur Schule fahre mit dem Bus, dann begrüße ich die Busfahrer immer auch, aber die wollen mich nicht begrüßen. Dann machst du auch was falsch. Ich habe zweimal vergessen weiterzuschalten, dreimal sogar. Du Armer. Nein, ich fahre gerade einen Bus, der nicht automatisch weiterschaltet. Als die Citaro. Was fährst du jetzt weiter? Immer noch den Doppeldecker? Manfred meckert. Ich mag das immer, wenn Manfred meckert. Ja, manchmal bekomme ich immer so einen Sprachfehler, das heißt, ich verspreche mich immer. Passiert auch mal. Du versprichst dich. Ja, ich verspreche mich manchmal. Lolo, ich mach die Tür auf. Guck mal, Linie 5. So. Und dann nochmal Linie. Jetzt gucken wir mal, wie viele Kilometer das jetzt sind, was ich jetzt insgesamt gebaut habe, was man schon befahren kann. Ich glaube, ich weiß, wie du das mit einem, also weitere Teils machst. Ich weiß warum. Du musst einfach an den Ecken rangehen, dann fügst du einfach eine weitere Teil weiter. Ja, das ist mir schon klar, dass ich das so machen muss. Nee, mir war es noch nicht klar, weil ich kannte unsere Editor vorher noch gar nicht und ich wusste nicht, wie man unsere Editor startet. Jetzt weiß ich das. Ich weiß ja nicht, ob du gestern von Anfang an schon dabei warst, weil gestern habe ich das alles gezeigt, wie es gemacht wird. Aber es ist nicht erklärt. Doch. Nein, ich glaube, ich war gestern dabei. Gestern war ich ja dabei, ich hatte gestern ja Ferien. Und ich habe noch bis zum 8. Januar Ferien. Aber wie man das alles mit dem Editor machen muss und so weiter und so fort, das habe ich gezeigt. Ja, aber nicht erklärt, was man da eingeben muss. Schottland. Schottland und Fertig. Wer genau hingeguckt hat, der hat das gesehen. Gucken, welcher Wagen das ist. Aber du hast es nicht erklärt. Das ist doch jetzt egal. Nö. Ich weiß, dass dir das nicht egal ist. Das muss er jetzt mir doch nicht erklären. Ja, dir vielleicht nicht, aber. Ich werde in Zukunft erst meine eigene Map bauen und die nur für mich behalten hier. Oh, da sind ja weitere gerade gekommen aus nirgends. Was? Ja, nur mein Fahrschein hier. Achso. Macht der Livestream oder was? So, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Eskalier. Hier. So. Lukas? Was denn? Hörst du Selbstgespräche? Ich rede zu den Fahrgästen in Umsee. So, aber du machst es, naja. Ja, ich weiß, das ist schrecklich. Nee, das war ja auch manchmal genauso. Vor allem, wenn sie mich aufregen, wenn ich den irgendwie zu Ruby fahre. War jetzt ein Facelift 3 Türer 10G. Oh, nichts auf der stockende Straße. Bildet ihr Lease Town? Hallo? Nein. So, jetzt müssen wir was machen. Du, Pia, ich muss dich lauter machen. Ja, mach das. Weil ich weiß manchmal nicht, ob du mich meinst oder ob du irgendwas sagst. Nee, ich hab gesagt, wie findet ihr Liestal? Ich hab zwar schon mal davon gehört, ja, aber so richtig wüsste ich jetzt nicht, was das sein soll. Eine Map. Ja, das ist mir schon klar. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ich fahr jetzt noch. Wisst ihr was? Ich geh jetzt live. Ich dachte, du bist schon live. Nein. Oh. Und jetzt,
Wasser ist, war noch spannend. Du bist doch so ein Arsch, der nichts mitkriegt, oder was? Nö, ne, wenn ich selber abbauen bin, dann kriegst du so nicht mit. Mit wem so? Ich hab doch nie mit jemandem gesprochen, ne? Ich kann sogar auf den ersten umschalten mit dem Doppeldecker. Alter Schwede, ey. Aber die Linie 5E war meine Schulbuslinie. Aber die gibt es heute nicht mehr. Bin ich bei 83. Alles klar. Ja, alle Fahrgäste steigen noch aus, die aussteigen wollen. Da kannst du mich die ganze Zeit durchlassen. Dankeschön. Okay. Das waren immer noch alte Rüftsäuren im Urlaub. Nee, ich war Krefeld. Auch eine schöne Map. Ja. So, dann geh. Öffne die Tür. Okay. Du gehst raus und öffnest die Tür. Ich bin immer noch nicht draußen. Hä? Ich mach da nur die Tür vom Bus auf. Also mit Notar. Was mit Notar? Nee. Er stellt sich das gerade vor. Also ich bin jetzt nicht auf Android. Ich bin nicht auf Android. Was? Was ist denn das jetzt für ein Gelaber, echt? Nee, ich glaube, er spielt gerade seinen Film dann um sie ab. Hoppla, jetzt habe ich hier wieder vergessen weiterzuschalten. Aber es ist schon. Ich glaube, da redet bis sie selber, glaube ich, wirklich. Naja. Nee, er denkt, er fährt wirklich reale Leute durch die Gegend. Ja, anscheinend schon. Spiel. Alter Schwede, ey. Ich hab die Tür wieder zugemacht. Macht keinen Spaß, mit offenen Türen zu fahren. Das ist mir klar. Oh Gott, nein! Ja. Tja. Ja, Lukas, du. Nee.
Klar, jetzt wird schon wieder über mich gelacht, geht ja gar nicht. Ja. Na du machst doch den Spaß, nicht wir. Mann. Ah ja, denkt wir mal. Lukas? 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 Ey, weh, ich will jetzt als Betriebsrat weiter. Nee. Lukas? Lukas? So, dünn. So, und 9 Minuten Pause. Lukas? Was denn? Bist du selbst springen? Ich glaube, ja. Ist das doch nicht euer Ernst? Ja, das ist, wenn du die selbst nicht springen. Er sagt, wir wollen ihn nicht wissen. Ja, was? Sowas wollten wir nicht wissen. Lukas. Lukas, mach mal den Nothahn auf. Oh. Und dann für Selbstgespräche. Ja, ich bin so fertig mit meiner Fahrt. So, warum? Muss ich mir weiterfahren? Ich will jetzt Kreibus weiter. War die nächste. Lukas, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 1 12 Nee, jetzt wirklich. 12 Ach, du bist dein Vater. Nee, das wird doch vorhin gesagt. Ja, aber mir nicht. Da war der Mikrofon aus. Ja, oh, war eine Frechheit. Deswegen frage ich doch jetzt. Deswegen antworte ich dir ja, weil Lukas dir ja nicht antwortet. Ja, Lukas, der ist in sein Spielfeld-Team. Das ist so ein alter Sack, der, ich weiß nicht. Oh, ich bin bei 90 Abos. Wer auch immer der 90. war, dann danke ich dafür. Oh, süß. Na, immerhin? Süß. Kann man da ableisten? Von dem 90. Die Hälfte. Kommt doch von mir aus, der 90. Ich meine, der 90. Abo. Naja. Die Hälfte am meisten. Ich hoffe jetzt mit der Maus, wie das Ding kommt, das Kajus ist. Darf ich? Weiß ich nicht. Ja, sag mal. Ja, weiß ich nicht. Versuch's doch einfach mal. Ja, du musst es ja da machen, oder nicht? Du musst ja da sehen, ob ich was dagegen habe. Nee, dann ist es ja langweilig. Wo ist denn die scheiß Linie hier, ne? Vom Standard. Hier noch mal 59. Bin ich gekommen, ja. Tschüss, du kriegst. Ich finde, das geht nicht. Erstmal. Lukas? Klär schon auf. Nein, Lukas. Mach mal ein Let's Play. Nimm dich mal auf. Und dann mach zu. Und dann kannst du mal selber über dich schlafen. Aber nicht in den Abgrund runter. Ja, heute wird es aber leider nicht mehr gehen. Ja, aber mach mal. Kommt erst morgen. Kommt vielleicht morgen. So, da wollen wir mal gucken. Hab heute schon das sind 85 Kilometer habe ich jetzt schon gebaut. Ja, schön. Ich kann wieder täglich Videos machen, weil ich Ferien habe. Ich hab Ferien. 5 Kilometer. Also am morgen Arsch. Morgen kommt am Arsch der Video. Welt vielleicht, ja. Und dann wird am Montag ein Livestream kommen, also noch ein Video dazu. Mit Nvidia GeForce kommt dann ein Let's Play. Was? Also damit eine Video, GeForce Experience kommt dann ein Video. Also mit Shadowplay. Also auf. Ach, dann sagt das doch. Hat er doch. Na, Shadowplay hat er mir jetzt gesagt, ja. Ja und? Na, man macht ja keine Let's Plays von einer Nvidia GeForce Experience. Doch, doch. Mit der macht man das vielleicht, aber nicht von ihr. Von ihr. Von ihr? Was kann denn die alle spielen, die GeForce?
Oh, und die kann streamen alleine. Würde ich OBS benutzen. Kann alles also alleine kann, machen. Also man kann eigentlich nur mit OBS streamen. Hä? Wenn ich richtig liege. Nein. Da gibt es bestimmt noch einige andere. Kann alles damit machen. Dann gucke ich mal nach. Kann damit alles machen. Ja, nur. Ah, ich sag's aber nicht. Nur ein Spiel kannst du damit nicht machen. Hä? Und das wäre? Genau. Hä? Nur ein Spiel kann man damit nicht machen. Und das wäre? Nein, ich meine jetzt, dass man nicht nur ein Spiel, sondern ach mehrere. So. Ja, das ist klar, ja. Spiele, Digga. Ich bin nicht dick. Doch. Nee. Auch nicht so viel. Ich bin überhaupt nicht dick. Auch nicht so viel. Das sagt das auch hätte ich genau, auch nicht standen. Das sagt genau doch, das geht nicht. Nicht was an. Ich bin dir etwas angezogen, aber nicht dick. Nein, doch nicht im Nehmen. Ich bin 1,82 Meter mit 68 Kilo. Hallo, das ist doch nicht dicker. Guck, meine Mutter wiegt 61 und ist genauso groß wie du. Nein, meine Mutter ist gerade 61. Mann. Sie schrumpft. Ich schrumpfe auch. Ich will nicht wissen, wo. Alter, Arschloch. Kennst mich. NCH Software ist auch so eine Streaming-Software. Wo ist denn diese ist Scheiße? Cool. Ich nehme doch lieber dieses NCH. Ich hab wirklich 90 Abos. Oh, mach 90 Abo-Special. Nein, ein 100 Abo-Special, falls du deine 100 Abonnenten erreichen solltest. Was soll doch machen, Alkoholiker-Special? Was soll denn das jetzt von der Aussage sein? Vor dem Fall, dass ich die 100 erreichen sollte. Natürlich erreiche ich die. Die Frage ist nur, wann? Gar nicht. Ja. Gar nicht, na sag nur noch mal sowas. Das ja, geht gar aber nicht. Gar nicht. Ach Leutchen, was ist denn das nun schon wieder? Oh. So, jetzt da hat nämlich noch was gefehlt. In meinem Stream. Ein großes Applaus für Sachsen-Anhalt-Player. Das war kein großer Applaus, sondern nur ein einzelner Applaus. Und mein Ping ist 26 MS. Was? Das war meine Mutter, sorry. Alter! Bruder auf hier. Na, einfach keine Linie, die gerade fährt. Das darf doch nicht wahr sein. Er hat mir jetzt was geschrieben. Wow. Deutschland! Ey! Hier war ich doch eben schon. Okay. Ja, ist okay. Ich stell dich ab. Soll ich das auch mal machen? Oder mit deinem Kopf, ja. Heute Vorschub spiele ich auch. Aber brauche ich nicht. Also eine übertreibt es jetzt aber richtig. Der Chrislayer. Guck mal, der hat sich wirklich alle... Das ist auch das Server-Admin, aber okay. Server-Admin und der ist Owner. Garry's Mods, nein danke. Battlefield auch nicht. Auch nicht Armor. Ja, aber auf jeden Fall World of Warships. Okay. Ja. Aber spiele ich irgendwie, das spiele ich aber gar nicht mehr. Okay. Oh ne, ich war Void getrieben. Oh, du wirst es doch überleben. Heute ist scheiße, Mann. Ich will mich jetzt zum anderen Bus. ZF. Hört sich doch besser an. FZ. Was FZ? Oh, der Kater riecht mich doch langsam auf. Das umgekehrte ZF. Also nur ein Gang. Ja, von ist gut Kriege. Jetzt so. Wer ist S? Ja, wer ist S-Bahnhof, genau, ja. Nee, kann nicht sein. Doch, ist aber so. Nein, steht aber hier nicht. Jetzt steht's da. Mal steht es da, ey. So, ich bin mal im Kurz weg, ja. Ja, mal wieder, alles klar, hier, bis gleich.
Alles klar, ich kann mir die Spiele setzen, die Spiele. Brr. Davon habe ich ja gar nichts. Counter-Strike Go heißt CSGO. Schnaub. Das ist im Standard. Mit Mol. Gut. Auf dem Wolf Icons, ja. Ich bin wieder da. Ich bin aber schnell. Ja, bin live gegangen, aber okay. Achso, okay. So, Downloads. Gar keine. Ja, Wuhan. Nachrichten auf keine. Meine Anzahlen sind 1000. 5000. Mehr geht nicht, oder? Doch. Dann bekannt sich das mal auf dem Fun. 1000. Ja, 40 Stichte. Reingeht, okay. So. Wiedergabe. Direct Sound. Because. Digga, Ohan, du musst mal wieder TS kommen, damit wir mal PUBG spielen können. Hast so lange nicht mehr da. Gerät ist in die Speakers. Bitte, was? Anwenden, okay. Bitte, was spielen? Ja, ist Abkürzung von Spiel. Ach so. Okay. Nicht denken. Ja, deswegen habe ich gedacht, was? Mhm. Sprachlautstärke, das hier. Nein, 10 Dezibel. Lautstärke des Soundpacks. Noch komplett laut. Nee, so Aufnahme speichern. Genau, Mikrofon ist da. So, wir stellen die Zeit ein bisschen vor. Keine Lust hier noch. Halbe Stunde zu warten. Warum? Kein Kommentar. Guten Tag. Und auf Wiedersehen. Du fährst Grefrath jetzt, wa? Ja. Nee, es ist nicht. Weißt du, würde ich ja sagen, Fortnite ist scheiße. Ach, GTA ist auf Dauer richtig langweilig. Ja, deswegen habe ich es mir auch deinstalliert, sonst hätten wir das auch zusammen spielen können. Aber ich hab's. Wie lange habe ich es gespielt? Warte mal. Wie lange habe ich es gespielt? Wo ist denn hier GTA? Fick. Ja. 193 Stunden. 2.9.2015. Ja, das ist so lange her. Oh, das ist ja gar nicht. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass es wirklich langweilig ist. Ja. Guten Abend, Julian. Bei mir hat sich noch keiner wieder gemeldet.
Ja. Ja, Fortnite ist wirklich blöd, das ist wirklich so. Naja, viele mögen's. Moin, der Gamer 88. Fahren heute mit einem Dreitürer CMG. Was gerade Windows neu? Okay. Namen Tim. Hier will eh keiner mit. Hallo. 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 Alles gut? Ja, selbst. Ja, muss. Was ja, musst du so? Doch, Flutschfinger. Ja, Flutschfinger. Was musst du so? Warte auf einen Freund. Gucken wir gleich zusammen. GDR. Ja, das ist das so langweilig, Mann. Naja, es geht. Es ist. Wenn man jetzt mit einem Freund spielt, der neu ist und Geld verdient, ist dann nicht. Ich war gestern mal wieder auf Eisenschmiede. Nee. Ach Gott. Ja, die haben jetzt da. Nee, eigentlich nicht. Zwischen Schneeflocken, ne, so wie jedes Jahr. Mhm. So, also auf den Australien-Server, ne? So, ich bin weg. Tschüss. Bitte. Ciao. User disconnected from the channel. Bisschen Geld ausgegeben, was ich noch hatte, aber ich habe noch 4, irgendwas Millionen da. Ja. Sportwagen für 2,25 gekauft gestern. Ey, gibst du mir dein Geld? Wenn ich es könnte. Warum, wenn du es könntest? Kann man jetzt? Was? Geld weitergeben. Wie? Meinst du es echt oder was? Nein! Ich meine auf Eisenschmiede. Ach so, ich dachte in GTA. Nein. Eisenschmiede, da habe ich glaube ich noch so 15 Millionen, 20 Millionen. Willst du mir geben? Nee. Warum nicht? Das ist gestohlen, das ist... Ja und? Gewesen. Ja und? Na du erst! Gib mir doch trotzdem. Weiß braucht ja keiner. Noch. Ich kann die dupen immer. Ich kann das Doppelte rausmachen. Ja, du machst doch eh nichts mehr auf dem Server. Was? Ich bin gerade auf dem TS. Okay, cool, der neue Gamer. Hier findest du alle Megastars. Klick auf das Banner und verpasse keinen Hit mehr. Jetzt auf Spotify. Ja, du musst auch mal wieder raufkommen. Ich hatte mir gestern kurz das Update da geschnurrt, ne? 2 Minuten was runter. Dann war ich drauf, ja. Ja, ich hab keinen Bock auf Eisenschmiede mehr. Nachdem dann gib mir doch mal Geld. Bin. Nein, das kriegst du nicht. Das ist Erbe. Ja. Erbe, weil du nichts machst damit. Was ist denn das? Hallo. Was ist was? Ja, hat sich irgendwie Wald auf meine Straße gespawnt.
Ein Waldstück auf meine Straße, das ist so ein Scheiß. Ja, hey, aber komm einfach mal so rauf. Ein bisschen Spaß haben. Ach, nee. Doch. Nee. Eisenschmied ist nicht mehr das, was es mal war. Ja, das trotzdem. Das war noch nie so, Mann. Ja, doch, das war mal so. Es war wirklich mal eine tolle Zeit. Auch wenn man jede 5 Minuten ausgeraubt wurde, man keine Diamanten farmen konnte, weil da irgendwelche Riesengruppen sich da verbündet haben und da die ganze Strecke abgefarmt haben. Ey. Einmal müssen wir aber noch Spaß haben, ja? Die ganze, das ganze Geld auf den Kopf haben oder was? Nein, was? Nee, ich meine, irgendwas rumfliegen oder so. Granaten kaufen. Ja, irgendwie, ja, oder trollen halt, ne? Weil man ja, macht genau. Ja nichts mehr. Nimmst den LKW und fährst in den Markt, rein. Markt gibt es doch gar nicht. So was? Es gibt den Markt nicht mehr? Ja, ich meine Australien. Ach so. Ja, auf Australien halt, ne? Ach so, Moin. Ich dachte auf ja. Altes. Mensch, ich bin, nein. Ich bin durcheinander, es tut mir leid, ich bin ein alter Mann. Ich hab mir jetzt. Okay. CD gekauft. Ja, irgendwann nochmal. Raus, ne? Und Spaß haben. Also Spaß, hat kenn ich nicht. Ich hab gestern auch. Ja, genau. Ich hab gestern geguckt, mein Flugzeug, also meine beiden sind noch da. Also da einmal der Heli und einmal das große Flugzeug. Da warst du gar nicht dabei, als ich das große Teil gekauft habe, oder? Ich sind Neurocopter. Nee. Red mal ordentlich. Ich rede ordentlich. Nein, ja, gerade so. Nein, du warst nicht dabei, oder? Nee, glaube nicht. Ich hab so ein richtig fettes Teil da drin, ne? Das geht richtig scheiße zu landen. Warum hast du es dann? Oh. Warum nicht, ne? Ja, aber damit müssten wir mal fliegen. Genau, und dann in die Rettungsstation reinfliegen. Happy Holidays. Uch, du Scheiße. Frohe Weihnachten. Nicht von dir, oder? Was? Kings Lacke. Kingslacke TV, danke für deine 10 Euro. Vor Weihnachten schon mal. Vor Weihnachten. Aber danke. Danke, danke. 10 Euro, endlich. Ich krieg nur Schlafzimmer. Hm? Fix? Kingslacke TV. So. Danke, danke. 10 Euro auf jeden Fall. Was ist das? Hier, wo bin ich? Ja, ist gut, ich kann. Warum das? Warum nicht? Willst du mich stalken? Mach ich das schon dann? Das brauche ich nicht in YouTube. Digga, pass auf, ich komm vorbei und dann. Ja, was ist dann? Das ist nur aus der Freizeit schon. Ja. Ich finde dich leider nicht. Oh. Zischt. Der Zug, der abfährt. Wow. Du zockst jetzt auch, haben sie. Alles klar. Viel Spaß dabei. Welchen Bus fährst du gerade? Ich fahr den O530 Facelift, 3-Türer, 10G. Schön, aber und das noch mit ZS? Da
das hört, da hört sich der Echo Live besser an. Auch okay. F ist Echo Live. Nein, Echomat ist ZF. Nein. War das nicht andersrum? Ja, LKW, was suchst du hier oben? Du Arsch, Alter! Fahr du mir jetzt ja nicht rein, du Mistvieh! Ich glaub's nicht! Sachsen-Anhalt-Let's-Player. Ja. Der ist auch gerade live. Ich bin auch live. Leute, stalken. Mach mal deine Facecam an. Was, ich? Arm Timmy. Ja, du, mach mal deine Facecam. Die ist doch an! Anhalt. Sachsen. Meine Facecam ist an. Schreib einfach Sachsen-Anhalt-Let's Play rein. Ah, das ist Sachsen-Anhalt-Let's Play. Den Bus kann man downloaden. Mit dem mit 38 Abonnenten oder dem mit 88 Abonnenten? 90 Abonnenten habe ich. Ach, aber das ist der 88 oder 90 dann. Das ist wahrscheinlich noch nicht aktualisiert. Ui. Was sitzt da für ein alter Sack? Dankeschön. Ich bin ja nur 35, wa? Immer gern. Wie alt bist du nochmal? 35? Nee, ich meine ihn. Ich bin 16. Ah, ich auch. Was hast du für ein Headset? Irgendeins von Aldi, ne? Nee, Speedlink halt. Aber das ist cool. Ich finde, das hört sich einfach nur cool an. Fährst du mit dem Controller oder sowas oder warum kommst du nicht weiter? Ja, ich bin am Haus hängen geblieben. Ich muss die Häuser mal noch ein Stückchen wegschieben. Besser Mann. Weil, wie gesagt, die Map, die du jetzt hier siehst, die gibt's noch nicht. Die habe ich gestern erst einfach angefangen mit bauen. Ach so. Wofür willst du 100 Euro haben? Nein, das habe ich einfach mal aus dem doofen Dunst aus da reingeschrieben. Das ist der 530 Facelift DNG 3. Moin, Mike. Also ich verstehe dich voll und ganz, wofür du die 100 Euro haben willst. Das ist ein sehr interessanter Grund. Für was denn? Ich habe auch die Donations jetzt drin. Achso, und wofür willst du die 100 Euro? Nein, ich hab das jetzt einfach nur mal so eingegeben. Was? Ja, für den Arbeitgeber, dass er einen Job bekommt. Ich hab meinen Job sicher, ich brauch keinen anderen Job. Ernsthaft? Bist du sicher? Ja. Du willst 100 Euro für deinen Arbeitsgeber? Oh Mann ey. Ich bin, ja? Das ist doch alles noch im Aufbau. Willst du nicht mehr bei McDonald's arbeiten? Na doch! Ach so. Er will seine Arbeitsgeber bei McDonald's ausgeben, deswegen spart er. Ne, ich spare eigentlich von der neuen Grafikkarte, von der PC, wo eine bessere Grafikkarte drin ist. Was willst du denn für die Vereine kaufen? Ich brauche auf alle Fälle einen Rechner, wo eine GeForce GT, auch eine GT 1050 oder sowas drin ist. Ich kann aber bei meinem Rechner keine 1050 einbauen, weil mein Prozessor das nicht mitmacht. Dann geht es gut. Und dir? Warum nutzt du denn nicht einfach 1080? Was? Eine 1080. Weil ich das nicht kann, weil ich nur einen i3-Prozessor drin habe. Also ich darf zusammenfassen, du verlangst ja schon von uns 100 Euro für deinen Arbeitsgeber, dass du einen vernünftigen Job bekommst. Nein, ich will keinen vernünftigen Job haben. Ich will... Ach, ey Leute, lasst mich doch einfach in Ruhe. Heute geht's hier ab, glaube ich. Alter, wir haben vorhin jetzt nicht ganz schön gehabt. Was willst du denn jetzt? Willst du eine Grafikkarte kaufen? Moin. Ja. Wir nehmen die andere.
mir geht's gut, danke dir. Also, mein Freund, ich habe... Und was ist das? Was sind das für Sounds? Alter Schwede. Leicht zu spät. Hört man. Was denn? Nie gehört. Da ich nicht jetzt nenne, ich nenne dich Anhalt. Anhalt! Michael. Michael, komm. Michael, antworte mir. Muss ich das noch? Ja, musst du. Nee, muss ich überhaupt nicht. Nee, müsstest du es nicht, aber solltest du. Ich sollte das überhaupt nicht, das ist meine Entscheidung, wem ich ja antworte und wem nicht. Wem ich ja noch was sagen kann und wem nicht. Ja, das ist einfach nur nervig, was ihr hier abzieht. So nimmst du fest, kann das nicht sein. Ian, das kann ich dir nicht sagen. Das ist eine gute Frage. Ich hab dir gerade einen Link geschickt und die Summe, was es kostet, das werde ich gleich spenden, wenn du willst. Das interessiert mich nicht. Kannst du den verlinken? Kannst den gibt es im Omsi-Forum einfach. Kannst du eine neue Grafikkarte von kaufen? Und Philipp Uhl. Was nützt mir diese Grafikkarte? Ich brauche einen PC, der diese Grafikkarte unterstützt. Du kriegst doch nicht die Grafikkarte. Du kriegst doch keinen Titan X. Die Summe. Davon kannst du nur einen neuen PC kaufen. Der will dir einfach die Summe. Du spendest mir die Summe, du hast doch wohl vorher. So viel ist Alter, das nicht. Alter Schwede. Was mit deinem Arbeitsgeber? Der kriegt nix. Ich dachte, der kriegt 10%. Dann zu schnähern machen. Kann ich nachher. Also, wie wär's? Mach doch einfach, was ihr wollt. Michael Görsch. Herr Görsch, freut mich. Woher weißt du das, wie ich... Achso. Bist du verpeilt heute Abend? Kann das sein? Nee, ich bin nicht verpeilt. Ich bin einfach nur jetzt langsam leicht genervt. Ja, aber... Wenn du da hinschreibst, du heißt... Ein Zuschauer. Also bin ich jetzt ganz alleine bei mir auf dem Stream. Na, egal. Nee, ich bin da. Ja, jetzt. Ja. Oh ne, stimmt. So. Und also du bist der Michael Görsch, du wohnst in Halle, richtig? Ja. Ja, das ist schön. Welche Straße? Die Hallenstraße 18. Nein. Die Straße werde ich euch ganz bestimmt nicht sagen. Ach so, schade, ich dachte, ich komme vorbei. Ich weiß es. Moin. So, jetzt haben wir den Teil fertig. Ich kann dir das 3-Generationen-Addon empfehlen, aber ja, ist halt hier seine Ansicht, ne? C2 ist jetzt nicht gerade, ne? Oh, wo waren die jetzt drin? Du wohnst in Bremen. Hast du dir Bremen Nord gekauft? Moinsen, Paul, let's plays.
Haben sie. Ja, cool. Morgen, morgen. Jo, danke, Tom. Das wünsche ich dir na klar auch. Michael? Ja, ja. Spielst du Arma 3? Nein. Okay. Das wär's, ne? Ich spiele nur OMSI, Train Simulator und City Skylines. Welche Map? Krefer. Okay. Martin. Ja, Digga, wir müssen mal wirklich wieder Arma 3 spielen, ne? Ja. Weißt du noch die Zeiten, Wasteland? Ja. Das waren das die besten Zeiten. Hm? Mit dir habe ich Wasteland auf Eisen genau. gespielt. Oh, mhm. Ich hab dich letztens aus Versehen mit mir anders. Dankeschön, gewechselt. Das, also Silvester, wünsche ich dir auch. Michael. Guten Rutsch. Was? Guck dir gerade meinen Stream zu. Das ist schön. Das hast du eben schon gesagt. Bitteschön, Tom. Kein Problem. Freunde. Ich werde mal gucken, ob ich hier einen Silvester-Livestream mache, aber ich glaube ja. Wie sieht's bei dir aus, Sachsen-Anhalt, Let's Player? Machst du Silvester auch einen Stream? Ja. Ja. Nicht mit der Familie oder was? Ich bin arbeiten. Ich bin bis 18 Uhr arbeiten und muss am nächsten Tag um 16 Uhr auch schon wieder anfangen. McDonald's. Um 18 Uhr, jetzt muss ich aber mal gucken. McDonald's? Nee, warte mal. Ach Mensch, mach mich doch nicht blöd. Ich muss bis 20:30 so hier arbeiten, das ist ja noch schlimmer. Ja, dann weiß ich noch nicht. Ja, na klar, ich bin nur bei McDonald's beschäftigt. Machst du da? Alles. Kasse oder was? Alles. Ja, alles. Auf Klo scheißen oder was? Na, ich bin an der Kasse, ich bin in der Küche. Das ist unterschiedlich. So. Ach Mensch. Wie begrüßt du die Leute? An der Kasse ganz normal. So wie ja, Hallöchen oder wie auch immer, keine Ahnung. Ihre Bestellung bitte. 1, 2. Ne, das mache ich am 3. Was fahren bei dir so für Busse? Bei mir fahren Volvo, Mercedes, MAN, bald Ifecos auch. Was fahren denn hier noch? C2 ist also Mercedes, ja. Wer denn noch bei mir? Ja, ihres Bus fährt auch manchmal bei mir. Aber so auch nicht mehr. Ach, Scanias fahren auch noch. Oh, das ist ja aber Asbach-Scheiße.
Hallo. Scheißbaum. Hallo. So, jetzt passt es besser. Hallo, Markus. Und das dein, lass ich so? Ja. Scania Citywide, nee, Scania Citywides LE. Kann man das sagen? Weil sie sind hinten so hoch. Also, KVG hat zwei davon, glaube ich. Aber die Lüneburg. Wann kommt denn dein Freund? Der ist gerade essen. Ach so. Michael! Ja? Darf man dich auf Steam adden? Ja, na klar. Wie heißt denn du? Irgendwie, ne? Ja, irgendwie, keine Ahnung. Du fragst mich jetzt wirklich Sachen, da muss ich selber nachgucken. Da muss ich jetzt erstmal selber nachgucken. versuche mal meinen Namen, was du bei Tippy Stream gesehen hast, bitte kleinschreiben und dazwischen einen Bindestrich mit OE. Die größten Weihnachtshits für was? Gucke bitte mal in meinen Livestream. Ja. Da siehst du oben hier den Namen. Jetzt bei Spotify hören. Da oben. Oh. Nee, kenne ich nicht. Das. Ich bin gerade im Livestream. Ja, da habe ich doch meinen Steam-Account jetzt offen. Nee, bei mir nicht. Was? Ich sehe Omsi. Ah, es ist noch. Im Hintergrund sehe ich ganz bisschen Steam, nur die ganz rechte Seite. Ja, das ist ja so cool, alles klar, ich weiß warum, warte. So, wann müssen wir denn hier los? Wieder gerade, also Großer 01. So, jetzt siehst du dort. Ah, jetzt ist das Ding da oben im Bild. Bist du Micha oder Misha? Michael minus G O E R S C H. Wie bitte? Was? Warte! Warte! Ah, da. Was? Katja Krasiewicz? Was? Was? Was googelst du, Junge? Das hab ich ihm vorhin gesagt. Er soll sich das Lied anhören. Gibt's mir doch nie. Und er so, boah, doch nicht mit den Fetten, hat er gesagt, ey. Er würde es gerne machen. Mit ihr ja. Siehst du das jetzt wenigstens? Nee, jetzt sehe ich gerade YouTube. Moment. Ah. Jetzt kannst du dir den Namen da mal oben abschreiben. Ist aber nicht Michael. Was? Boah, Alter. Ach, da, ich seh's, ja. Gut. Bitte. Du hast gerade gesehen, auch mal war 50 auf dem Tacho. Bindestrich. Hallo. Ja, ich hab's, dankeschön. Mal gucken. TJ ist drin und der Schwerin auch. Ach, der auch, okay.
Striker ist auch, okay. So. Oh, ich glaube, heute habe ich hier noch gemacht. Hab gerade einen Freund, oh nee, nicht schon wieder dieser komische Kunde. Was denn? Der hat eben, hey, was geht? Grüß dich, alter Hans. Alter Hans, okay. Hallo, der wird wahrscheinlich aber nicht mehr da sein, keine Ahnung. Und dann hat noch einer geschrieben, und German PlayTV hat geschrieben, hab gerade einen Fahrer lassen, das stinkt wie Sau, das hat er mir vorher auch schon geschrieben. Ich hab auch schon fahren lassen. Ja, und, aber das schreibt man doch nicht. Oh. Oh Gott. Ach ja, mein Bus rutscht nur. Jo. Ja, German Play TV, die Frage ist nur, warum erzählst du mir das? Alter Schwede. Oder beziehungsweise, warum schreibst du mir das? Sollte das denn eben vom Bus? Was ist denn mit dem Bus los? Warum bin ich bei 125 km/h? Wie oft bin ich denn jetzt überhaupt schon drin gewesen bei Umsi? Red nur durch, ja. 1535 Stunden habe ich schon weg. Alter Falter. Ich will näher abbiegen. Da vorne jetzt. Der große Meister namens Flutschfinger. Ja. Wolltest du mir nicht was spenden? Ja. Hast du noch nicht gemacht? Nee. Mach mal. Vor allem, du hast ja gerade mal die 1881 Euro da, oder? Wie meinst du das? Also auf dem Konto habe ich sie. Spende sie mir mal. Okay, du hast gut, okay, da bist du schon mal besser dran als ich. Er muss ja sein Dingens da noch bezahlen, ne? Ach du Scheiße. 120. Was geht hier denn gerade? Alter Schwede. What the fuck? Was ist jetzt los hier? Mein Bus explodiert gleich. Was? Komm mal in Stream. Warte, ich bin schon dabei. Alter Schwede. Hä? Vorne stehen die Räder, hinten dreht er komplett durch. Was ist denn jetzt los? Ex-Moderator, Ach du Scheiße. Ey, soll ich dir mal schicken? Schicken. Ich schick's dir mal. Seht ihr das im Stream? Oh Gott, alter Schwede, ich muss gleich bremsen. Also du fährst noch. Ja, Digga, aber ich mach nichts. Der bremst vorne und dreht hinten voll durch. Muss bremsen, Digga, jetzt kommt er runter. Jetzt rutscht er vollkommen. Oh ja, jetzt sehe ich's, alles klar. Alter, was ist das denn? Alles gut. Was ist das denn? Hatte ich auch noch nie. Ey, das hatte ich auch noch nicht, ne? Junge. Warte, da denkt ihr gar nicht mal dran zu bremsen. Da denkt ihr gar nicht mal dran, langsamer zu werden. Nee, ich bremse und er will nicht. Jetzt hab ich's geschafft. Ja, anders geht's gar nicht. Was machst denn du? Ich weiß nicht, was mit dem Bus los ist, aber okay.
Ja, ich hätte dich mal als Freund geaddet. Doch, Hans bist du, ah, okay. Boah, ich bin der alte Hans. Der Hans ist da. Das Hänschen klein. Hans Entertainment. Oh, jetzt wieder. Alter Schwede. Okay, ich hab dich dann das auch. An meine Freunde. Ja, alles gut. Hi. Bitte. Hans, was hast du mir jetzt für eine Nummer geschickt? Deine Steam-ID. Ach, du hast deine. Das ist deine Steam-ID. Ja und? Er hackt dich gleich, pass auf. Das hat er mit mir auch schon dreimal gemacht. Die steht doch öffentlich drin, bei mir. Da kann doch jeder drauf zugreifen. Auf die Steam-ID. Ja. Und durch die Steam-ID bin ich gerade dabei, deine IP herauszufinden. Da weißt du aber noch lange nicht, wo ich wohne. Ich will doch nicht herausfinden, wo du wohnst, ist mir da so kackegal. Aber wie was anderes. Ich bin ja kein böser Bube. Naja. So, liebe Leute, ich werde dann doch langsam mal Schluss machen. Du willst Schluss mit uns machen? Ey, das geht aber nicht. Das habe ich nie behauptet. Ich will heute mal Feierabend machen. Weil, wie gesagt, ich muss morgen zwischen 4 und 5 schon wieder aufstehen. Ach. Ja. Was ist denn Vorgesetzten? Nein, ich fahre zu meinen Eltern morgen früh. Ich dachte, du zahlst. Was? Ja, deine Eltern sind deine Arbeitsgeber. Nö. Doch? Meine Eltern. Meine, du bist ein Sklave, Junge. Alter Schwede, was ist hier los? War 35, er zeigt schon 120 an. So. Wie gesagt, ich mache jetzt Schluss. Oh, hier sieht's aus. Ich wünsche euch. Ja, ich muss hier bremsen. Ich wünsche euch dann mal noch einen schönen Abend. Jo, wünsche ich auch. Und dann sehen wir uns, ja, dann morgen Abend. Hören wir uns morgen Abend dann nochmal. Jo, genau. Alles klar. Bis später, war.